Willkommen zu einer weiteren Runde Phasmophobia mit Steffi, Julie und Annie. Wir haben uns im letzten Part als absolute Profi-Geisterjäger ausgezeichnet und deshalb starten wir nun in ein nächstes gruseliges Geisterabenteuer. Ich nehme mal wieder das EMF, das ist das Einzige, was ich kann. Oh Gott sei Dank, ich habe euch das Stückchen eingepackt. Das machen wir, glaube ich, erst nachdem wir ein Foto gemacht haben, weil... Oh, das mit dem dreckigen Wasser habe ich noch nie hinbekommen. Hast du schon mal geschafft, Julie? Dreckiges Wasser? Ja. Echt? Doch, hier sind sie dreckiges Wasser. Oh, und ein Foto vom Geist. Was passiert das? Och nö, ich will aber die Kamera, nicht nehmen. Och nö. Ich würde sie nehmen. Ich würde sie nehmen, aber ich habe Angst, dass ich wieder alles verknipse. Ja, aber dann verknipse ich wieder alles. Ich bin jetzt aber schon voll. Ich habe das Buch und das EMF. Och nö, jetzt habe ich hier die Kamera. Ich weine. Na gut. Sollen wir tauschen? Willst du das Buch haben? Willst du die UV-Lampe haben? Oder das Buch? Ja, ich will das Buch haben, glaube ich. Okay, das Buch. Ich werf's mal hier auf den Boden. So, Buch liegt am Boden. Da ist die Kamera. Ich werde jetzt gar kein Foto machen, bis der Geist nicht wirklich hinter mir steht. So. Ja, oder halt, wenn sich irgendwas bewegt, ne? Ja. Ja, oder Wasser oder Knochen. Okay, stimmt, Wasser muss ich fotografieren. Wasser. Kennt ihr schon alle Gebäude bis aufs Asylum? Ich kenne alle bis aufs Asylum, ja. Okay. Du kennst Asylum noch nicht? Ich war in Asylum und es war schrecklich. Oh Gott, ich will da auch rein. Es war richtig schrecklich. Oh mein Gott, er hat geredet! Der ist hier. Was? Oh mein Gott! Das EMF ist auf 3! Das EMF ist auf 3! Ich leg das Buch hier hin! Okay, warte, ich werd mal sagen! Zeig dich! Das ist ein erwachsener Geist! Hey, aber wieso zeigt meine Temperatur nicht das an? Zeig dich! Manchmal ist es so, einfach. Manchmal ist es einfach so. Hey, komisch. Ich will ein Foto von dir machen! Ich hätte gerne mal einmal das schönste Lächeln, Herr Geist, bitte. Ach nö. Hast du schon ein heimliches Foto irgendwo gemacht? Hab ich das doch Nein, das war nur eins und das war ein Versehen. Ich habe mich verdrückt. Mach mal Licht aus, vielleicht kommt er dann eher. Zeig dich. Ja, mach nur das Licht aus. Ich mache nur meinen Job, ey. Ich will ein bisschen Kohle ran schaffen. Auf jeden Fall scheint mein Sensor ja zu funktionieren, wenn er Hate sagt. Der hat... Leute, er hat das Buch reingeschrieben, Leute. Oh mein Gott! Damn. Alles klar? Ja, ich habe ihn gesehen, aber ich war zu langsam für ein Foto. Schlimm, ist nicht schlimm, passt schon. Also aufsetzen nicht, oder wie? Nope. Sollen wir noch einmal rein mit einer mit der Kamera und ich nehme die Räucherstäbchen für danach? Ja, ich muss sowieso mit der Kamera rein. Nimm mal die neuen hier, mit denen noch Bilder drauf sind. Ah, ich habe auch noch Bilder. Ich habe noch 4 Bilder auf meiner Kamera. Dann musst du das mitnehmen und das, aber du darfst es erst anzünden später. Kommt noch jemand mit der zweiten Kamera mit? Ja, ich habe eine. Okay. Ja, okay, dann nehme ich die Räucherstäbchen. Warte. Gehen, wir können los. So. Ups. Ja, das ist mir vorhin auch mal passiert. Nur, dass ich Rechtsklick gedrückt habe, weil mit Rechtsklick macht man auch Fotos. Ja, genau. Ich habe ein Foto mit dir gemacht. Okay. Zeig dich. Oh mein Gott, das EMF schlägt aus. Ja. Ja. Zeig dich. Ja, mein Gott. Ah, dann haben wir eh den Beweis, oder? Ja, aber wir brauchen ein Foto. Oh mein Gott, das Licht ist aus. Wer hat das Licht ausgemacht? Zeig dich. Foto. Wie ist die Aktivität? Bei 2. Zeig dich. Bist du da? Ich hab noch nicht
zeig dich. Kannst du mal den Namen durchgeben? Joseph Garcia. Joseph Garcia. Zeig dich. Joseph Garcia. Der mag uns nicht. Der verarscht uns. Oder wir machen einmal komplett Licht aus. Komplett Licht aus. Überall. Oh Gott, aber dann wissen wir ja nicht, wann er kommt. Ich sehe jetzt gerade nichts mehr. Oh Gott. Joseph Garcia. Ja, das Joseph Garcia. Zeig dich. Ich mache Flur auch aus. Oh mein Gott. Joseph Garcia. Joseph Garcia, Joseph Garcia, Joseph Garcia, du bist Joseph scheiße. Garcia, zeig dich, Joseph Garcia. Zeig dich. Ich werf meine Tasse. Der mag uns nicht. Wie ist die Aktivität? Willi. Oh mein Gott. Seid ihr gerade beide rausgegangen? Steffi, die haben mich schon wieder allein gelassen. Steffi, die haben mich schon wieder allein gelassen. Ja, das ist so klar. Kannst du das Wasser anschalten? Schalt das Wasser an. Kannst du das Wasser anschalten? Ich meine, er ist ein Spanier. Vielleicht hätte er gern irgendwie so einen Akzent. Josef Garcia. No hablo español. Garcia Españolo. Yo, yo, Josef. Josef Garcia. Ja. Josef, was geht ab? Der mag uns dich. Habt ihr ein Foto von der Tasse gemacht? Nee, die hab ich geworfen. Ach so. Ich hab davor mal eins gemacht. Er hat die Tasse bewegt und ich habe ein Foto gemacht, aber ich glaube, ich war zu spät. Also davor, manchmal bevor Steffi sie geworfen hat schon. Wenn man einfach ein paar Sachen wegnimmt, das nervt die manchmal. Joseph Garcia. Zeige dich. Was nimmst du denn da weg? Ich habe ihm eine Tasse geklaut. Und dreckiges Wasser habe ich auch noch keins gefunden. Hat jemand von euch dreckiges Wasser gefunden? Das passiert halt manchmal einfach. Julie! Ich hab Angst, was soll das denn? Joseph Garcia, zeig dich! Ich nehme deine scheiß Tasse weg. Damn it. Ja, ansonsten sollen wir räuchern und dann machen wir Joseph! Zu. Ja, ich glaube, der kommt nicht mehr. Schön aus, Leute. Da freut er sich bestimmt. Es ist ihm sowas von egal. Aber es ist komisch, dass er sich nicht zeigt. Ich meine, wir haben ihn gerufen hier und... Hier ist das Bild. Hey, ist das gerade runtergefallen? Hä? Wo? Joseph Garcia, zeig dich. Ich würde sagen, wir machen den Job zu und machen den nächsten. Wir können ja Fortschritt oder so nehmen. Jo. Ja, klar. Ja, bringt ja auch nichts, wenn er sich nicht zeigt. Ich meine, wir haben ihn jetzt schon, ich glaube, 5 Minuten gerufen oder so. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Steffi, schau mal unsere Lebensanzeige an. Wir sind beide auf 32%. Du nur noch auf 28 jetzt. Das geht aber echt. Manchmal rast das so schnell runter. Ja, wir waren da eigentlich auch ziemlich lang drin. Tanglewood Street. Ich finde es ja auch so lustig, wie am Ende irgendwie immer Steffi und ich zusammen im Haus waren. Ja, die kommen erst noch. Da traue ich mich auch nicht mehr rein. Ja, auf einmal schauen wir uns so an und wir sind alleine. Und ich denke so oft, wenn ich deinen Schatten an der Wand sehe, das ist der Geist. So oft. Ja, ich bin immer komplett fertig und drehe mich um und stehst auf einmal da. Was passiert eigentlich, wenn man stirbt? Ist man dann in der nächsten Runde wieder dabei, oder? Ja, ist man. Cool. Du bist nur die restliche Runde halt ein Geist und keiner kann dich hören, aber du kannst die anderen hören. Oh, cool. Ich werde euch dann alle heimsuchen, aber auf die ganz nette Art und Weise, weil ich euch alle lieb hab. Alleine so. Oh, cool. Ich werde euch heimsuchen. Hey, ich wäre ein guter Geist, okay. Das könnt ihr auf jeden Fall besser als das, was ich jetzt mache. Foto
das machen. Ich wollte gerade sagen, aber ich habe die Fotos diesmal nicht verknipst, ja. Ich habe sie nicht verknipst. Das stimmt. Das ist eine Steigerung zum letzten Mal, eine hundertprozentige Steigerung. Ich denke mir das, ne? Und das nehme ich mir auf und dann habe ich alles schon voll. Ich habe wieder EMF und Kamera, das wird irgendwie meine Standardausrüstung. Och nö, nur Personen, die alleine sind. Och nö. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, wehe, ihr lässt mich allein. Wehe, ihr lässt mich allein. Was? Wir müssen allein rein? Oh no. Nein, wir gehen zusammen, aber wir können nur getrennt. Ruth Garcia. Also wenn der Geist jetzt im Keller ist. Dann bekomme ich die Krise. Ich mag nicht allein im Keller sein. Keller geht gar nicht. Ich glaube, wenn wir ein Foto machen, können wir doch schon zu zweit stehen. Ruth Garcia? Sag doch nicht den Ich würde sagen, dass es mir leid tut, aber das wäre gelogen gewesen. Hier. Da. Da. Oh, ich mach schon... In der Küche! Ich habe ein Foto vom Knochen. Okay, nice. Oh mein Gott! Ich schrocken gerade! Oh mein Gott! Oh, hat das geschrien? Hallo? Ja? Ja? Hat jemand den Raum gefunden? Den Raum? Nee, noch nicht, nein. Ich suche noch. Ach, nö. Ich hab Gefriertemperaturen! In welchem Raum? Wo? Küche! Küche! Okay, das EMF reagiert nicht. Scheinbar. Hier also sind hier, Minusgrade. Hier, okay. Da so. Okay, das heißt, es ist vermutlich was auf das EMF keine Auswirkung hat. Okay, ich stelle die Kamera. Könnt ihr mal. Und wir haben Gefriertemperaturen, ne? Ruth Garcia? Hat sie nach Fingerabdrücke geguckt? Ruth Garcia, zeig dich. Fingerabdrücke machen keinen Sinn bei denen, die wir jetzt zur Auswahl haben. Bist du hier? Ruth Garcia. Ruth Garcia. Bist du hier, Ruth Garcia? Wie ist die Aktivität? Ruth Garcia. Zeig dich. Ja. Ruth Garcia, zeig dich! Wir haben einen Dämon! Zeig dich! Ruth Garcia! Oh Gott! Oh mein Gott! Ich hab ein Foto vom Geist! Ich hab ein Foto vom Geist! Was? Ich hab ein Foto! Ich glaube, ich muss mal meine Lebensenergie aufladen. Oh, so schlimm war es gar nicht. Ein nice erstes Erfolgserlebnis. Nice, haben wir voll gut gemacht. Ich habe Geisterbox, Gefriertemperaturen, Geisterbuch und Dämon. Ja. Und jetzt kommen Level 2. Bouncy. Oh mein Gott, endlich Level 2. Ist das schön. Dann nehme ich das Roadhouse. Ein zweistöckiges Haus mit 4 Schlafzimmern und einem Keller. Yay. Ich glaube, ich nehme einfach wieder EMF und Kamera, die Standardausrüstung. Ich habe auch schon so meine Standards und die darf ich auch keiner wegnehmen. Okay. Ich muss ständig die Videokamera nehmen. Okay, lass uns ein Teammitglied Zeuge des Geisterwitz. Steffi, die Fotokamera ist doch auch schlimmer. Da muss man ein Foto vom Geist machen. Reinigen Sie die Bereiche, dann hier mit Treu. Wer hat seine Stimme hochgepitcht? Wer hat seine Stimme gepitcht? Ich dachte gerade, du hast deine Stimme hochgepitcht. Was, ich? Das klingt zwischendurch voll so, ja? Okay, nein, eigentlich überhaupt nicht. Nee, das klang gerade nur für so einen Moment so. Ich kann hochreden, wahrscheinlich deswegen. Okay, ja, dann würde ich Chose. Darüber, wenn man direkt, können wir eigentlich direkt ins Verderben, oder? Der Name des Geistes ist übrigens Joseph Johnson. Und er scheint nur Personen, die allein da sind, zu antworten. Also Joseph Johnson und alleine. Haben wir überhaupt schon eine Hunting-Phase gehabt? Nein. Wie merkt man das? Ach ja, okay. Das merkst du. Ah, das EMF ist auf Stufe 4 im Bad. Hier.
Das EMF ist auf Stufe 5, erster Hinweis. Hier ist ein Fingerabdruck, hier ist ein Fingerabdruck, mach ein Foto. Geil. Jupp. Könnt ihr mal kurz rausgehen? Ich hab gezählt. Sehr gut. Perfekt. Könnt ihr mal kurz rausgehen? Jupp. Ja. Hey Leute, sind wir ja schon fertig. Da ist das Buch geschrieben. Was denn alles? EMF, Fingerabdrücke und Buch. EMF, Fingerabdrücke und Buch. Dann ist es ein Revenant. Und was müssen wir noch erledigen so? Die... Die Räucherstäbchen und einen Geist sehen müssen wir auch. Also reicht, wenn wir den hören, also so ein Event haben? Ja, ein Geister-Event, glaube ich. Joseph Johnson. Joseph Johnson, zeig dich. Joseph Johnson. Hat er das Licht ausgemacht hier, ne? Ja. Joseph Johnson. Ausräuchern? Zeig dich, Joseph Johnson. Joseph Johnson. Das ist immer noch nicht abgehakt, ne? Zeig dich, Joseph Johnson. So, ich war gerade im Weg ins Haus. Ich guck mal kurz. Zeig dich. Soll ich mal ausräuchern? Joseph Johnson. Zeig dich. Joseph Johnson, zeig dich. Joseph Johnson. Joseph Johnson. Hier ist dreckiges Wasser. Oh mein Gott, ich fotografiere es mal. Joseph Johnson. Joseph Johnson. Wieder sind wir allein. Ja, ich weiß. Irgendwie sind immer wir allein. Vielleicht werden wir Zeugen des Events. Ja, wir sind super Geisterfutter hier. Joseph Johnson, zeig dich, damit ich Feierabend machen kann. Joseph Johnson, ich habe einen Keks für dich. Joseph Johnson. Joseph Johnson. Geht ihr, ich bleib hier. Ich bin gleich unten, okay. auf der anderen Seite des Gangs. Wenn irgendwas ist, ich bin auch da, aber ein bisschen weiter weg. Ja, wir lassen sie gerade alleine, damit der Geist kommt. Oh, sorry. Wie du einfach direkt wieder umgedreht bist, ist ja so witzig. Richtig cool. Haben wir jetzt ein Event gehabt? Hast du irgendwas gesehen? War was da? Nö, da war gar nichts. Okay, das ist strange. Hatte auch kein Event. Lassen Sie ein Teammitglied Zeuge des Geister-Events werden, find einen Raum unter 10 Grad und finden Sie Beweise für übernatürliche Ereignisse mit dem EMF-Meter. Und er heißt Joseph Harris. Und Gruppen oder alleine. Das heißt, wir müssen nicht allein sein. Ich hole mir wieder das EMF und die Kamera. Okay, los geht's. Und Taschenlampe. Oh mein Gott, wir haben das Haus. Oh mein Gott. Warum? Was ist denn? Ich habe ganz negative Erinnerungen dran. Was hast du für negative Erinnerungen mit dem Haus? Was ist passiert? Ja. Da wurden wir gerannt und dann ist Müller gestorben und der hat irgendwie nur eine Taschenlampe und ich war im Stock. Haben wir keine Videokamera, oh mein Leute? Gott. Haben wir doch, keine Videokamera? Aber das Haus ist schön. Ist nett. Ich meine, ich würde nicht hier wohnen wollen. Aber okay, hier geht's wieder raus. Schön auflassen, Scheiße. Boah, hier bin ich gestorben. Ich erinnere mich. Hier bin ich kläglich gestorben. Oh nee. Und hier war der Geist, der kam so auf. Ich bin auch hier gestorben, oh mein Gott, Julie! Das ist sehr motivierend gerade. Ich stand da hinter dem Kühlschrank, ich dachte, da kann ich mich verstecken. Oh Gott, warum hat das Haus so viele Räume? Aber ich wusste schon, als ich ein Bild machen musste, dass ich hier sterben werde, weil wo hätte ich hingehen sollen? Okay, das Haus mag ich nicht. Das Haus mag ich nicht, das hat so viele Räume, ich hasse das. Ich verlaufe mich da immer. Hä, hey, warum geht die Tür nicht auf? Vielleicht muss sie ziehen. Oh. Ah, sie ist verschlossen. Okay, das heißt, hier muss irgendwo ein Schlüssel sein. Ja. Wir müssen uns erstmal an die halt die Temperatur gering, damit kann man den am ehesten. Steffi? Ja. Es ist schön, nicht allein zu sein. Aber ich glaube, wir müssen da rein.
Oder auch nicht. Ich kenne mich nicht mehr aus. Wo müssen wir hin? Ihr habt doch im Eingang, haben sie gesagt. Wo sind wir hingegangen? Da hier ist der Eingang. Was, ich glaube, da geht's runter, oder? Dann gehen wir mal runter. Oder? Oh nee. Da brauchen wir auch, da brauchen wir einen Schlüssel. Da ist uns nichts mehr, oder? Nee. Nee. Wie kann es sein, dass wir uns verlaufen? Ich finde nicht mal, ich finde nicht mal das oberste Stockwerk. Sie fragt gerade, wie viele Stockwerke es gibt. Ich bin immer im Erdgeschoss. Ich finde die Treppe nicht. Hier, nein, noch nicht. Hier im Flur. Was für ein Flur? Ich bin in der Küche. Oh mein Gott, hier ist noch ein Raum, hier ist noch ein Raum. Aha, ich habe die Treppe gefunden. Ja, ich habe sie auch gefunden. Ach Gott, ich hasse das Haus. Ich finde da nie mehr raus. Oh, Steffi, wir sind so blöd, das war direkt neben der Eingangstür die Treppe. Okay, ich glaube, hier haben sie schon alle Räume durchsucht. Och nö, ich glaube, sie haben es gefunden, aber bis hierhin. Ja, ich habe keine Kamera. Wo seid ihr denn gerade? In wievielten Stock? Im ersten. Was? Okay. Und in welchem Raum? Wir sind auch gerade im ersten Stock. Ich habe gerade abgelegt, direkt reingeschrieben. Yo, hier. Was geht ab? Oh mein Gott, drei. Oh mein Gott, ich will nicht sterben. Oh mein Gott. Hier ist ein Fingerabdruck, mach ein Foto. Rede mit mir. Hier ist ein Fingerabdruck. Rede mit uns. Wo? Rede mit uns. Fingerabdruck, hier an der Tür, von außen. Von außen. Hast du die Kamera denn? Und ja, ich hab die Kamera. Positioniert. Zählt es? Der App ist aber nichts, ne? Hä? Warum macht ihr die Tür zu? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hat er gesprochen? Ah, er hat das Ohr gehaucht! Das EMF ist nur auf 2. Aber wie heißt der Typ nochmal? Ich glaube Joseph irgendwas. Joseph Harris. Er hat geredet. Er hat geredet. Joseph Harris. Schnell, lass uns raus, Julie, lass uns raus. Ja, wir müssen ein Foto machen. Nein, ich trage doch gerade ein. Ich gehe jetzt. Joseph Harris. Das macht man nicht hier drinne. Ich hab vergessen, was wir doch alles machen müssen. Warum geht ihr jetzt alle? Lasst mich nicht allein. Kommt erst mal raus. Was haben wir jetzt alles? Ein Spirit. Okay, was haben wir für Beweise? Oh, ihr habt das schmutzige Wasser nicht fotografiert. Ihr habt das Wasser nicht fotografiert. Wo war das? Ich geh nochmal rein. Also wir haben Geisterbox. Was haben wir noch? Fingerabdrücke und... Hatten wir Buch auch? Ja. Buch. Okay. Spirit. Schmutziges Wasser. Ich hab's gefunden. Ich hab's fotografiert. Wir können wieder rausgehen. Ich hab's gefunden hier im Waschbecken. Komm, gehen wir wieder. Zuerst waren wir Obernoobs und jetzt sind wir nur noch halbe Noobs. Ja, das war's erstmal für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Jeder Daumen nach oben für dieses Video ist auch ein Daumen nach oben für Reginald, das beste Glas der Welt. Ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Part wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und sage erstmal Tschüss.